Right. My family is Tambaú. Sí, sí, mine Elton. My father has Jorge and my namuta has Link. Si comen a un guerrero, that lick in Mexico. Si ponen in a toyar guerrero. Si expresen no a Spanish. Si sí, si a un sexy, un no in music ya real. Si haben no a eine tofta. My father hat es by geschwista. My nemuta hat el geschwista. Si sí, verheiratet seit 36 Jahren. Das ist mein Mann. Sein Name ist Irmin. Kommt aus Acapulco, aus Guerrero. Das liegt in Mexiko. Aber lebt jetzt in Cuernavaca. Spricht Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch und Portugiesisch. Ist 39 Jahre alt. Wir haben keine Kinder. Hat eine Schwester. Wir sind verheiratet seit 9 Jahren. Sie sind meine Hunde. Ihre Namen sind Chelsea, Ares, Rocco und Luca. Sie sind 4, 2 und 2 Jahre alt. Chelsea und Ares haben 4 Kinder, 3 Söhne und eine Tochter. Rocco und Lucas Eltern sind Chelsea und Ares. Sie mögen essen Gemüse und Obst. Sie sind sehr spielerisch und liebevoll. Meine Familie ist Stammbaum. Meine Eltern. Sie sind meine Eltern. Mein Vater ist Isaac und meine Mutter ist Margarita. Sie sind verheiratet seit 40 Jahren. Ist 68 Jahre alt und sie ist 66 Jahre alt. Sie kommen aus Atoyac de Álvarez. Das liegt in Mexiko und sie leben zurzeit in Atoyac. Sie sprechen nur Spanisch. Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mein Vater hat 6 Geschwister. Meine Mutter hat 3 Geschwister. Meine Ehefrau. Das ist meine Ehefrau. Ihr Name ist Nadia. Sie ist in Atoyac geboren, aber jetzt lebt in Cuernavaca. Wir haben keine Kinder. Sie spricht Spanisch als Muttersprache und spricht ein bisschen Französisch und Deutsch als Fremdsprache. Sie ist 36 Jahre alt und sie haben keine Geschwister. Meine Schwester. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Diana, sie ist 32 Jahre alt und sie ist verheiratet. Sie hat einen Sohn, sein Name ist Cesar und ist 1 Jahr alt. Meine Schwester ist in Mexiko-Stadt geboren, aber jetzt lebt in Cuernavaca. Sie spricht nur Spanisch. Meine Hunde. Sie sind meine Hunde. Ihre Namen sind Chelsea, Ares, Luca, un roco. Danke schön. Hi. Mein Familienstammbaum. Das ist meine Mutter. Ihr Name ist Patti Sebastian. Sie ist in Iguala geboren. Das liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in Iguala. Sie ist verheiratet. Sie ist 40 Jahre alt. Sie hat 2 Kinder, ich und meine Schwester. Sie spricht Spanisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Rosalia. Sie ist in Iguala geboren, das liegt in Mexiko. Sie auch wohnt in Guadalajara. Sie ist ledig. Sie ist uns 22 Jahre alt. Sie hat keine Kinder. Sie spricht Spanisch und ein bisschen Englisch. Das ist mein Großvater. Sein Name ist Regino Hernandez. Ist in Iguala geboren.
Das ist Licht in Mexiko. Lebt in Iguala. Ist 80 Jahre alt. Hat 6 Kinder und 5 Geschwister. Spricht nur Spanisch. Mein Großvater ist Petwe. Danke schön. Hi. Guten Abend, das ist meine Oma. Ihr Name ist Natalia. Sie ist 19 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie ist in Tlagutlapa geboren. Das liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in Iguala. Sie ist verwitwet. Sie hat 8 Kinder, 3 Tochter und 5 Söhne. Meine Oma hat 3 Geschwister. Ihre Geschwister leben leider nicht mehr. Sie spricht Spanisch und gut Nahuatl. Das ist meine Cousin, sein Name ist Ricardo Rojas, ist in Mexiko-Stadt geboren, jetzt lebt in Mexiko, ist 34 Jahre alt, ist ledig, hat noch keine Kinder oder Geschwister, spricht Spanisch, Englisch und Portugiesisch, arbeitet bei der Danko. Und das ist mein Neffe, sein Name ist Emiliano, ist 9 Jahre alt. Kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Ist in Iguala geboren. Hat keine Geschwister, aber hat einen Hund. Spricht Spanisch und ein bisschen Englisch. Emiliano ist Schwimmer und ist Lehrer. Guten Abend. Das ist mein Familienstammbaum. Das ist meine Eltern. Sie sind meine Eltern. Ihre Namen sind Maria und Ricardo. Sie kommen aus Mexiko, aus Guerrero. Sie sind 48 und 53 Jahre alt. Sie haben 5 Kinder. 3 Söhne und 2 Tochter. Sie wohnen in Iguala, Guerrero. Sie sprechen Spanisch. Mein Vater hat 8 Geschwister. Meine Mutter hat 2 Schwestern. Sie sind verheiratet. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Celeste. Sie ist 7 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie hat 4 Geschwister. Sie wohnt in Iguala, Guerrero. Sie spricht Spanisch. Sie ist in Iguala geboren. Das ist liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in Iguala. Das ist meine Großmutter. Ihr Name ist Franziska. Sie ist 78 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus San Luis Potosí. Sie hat eine Schwester. Sie wohnt in Iguala, Guerrero. Sie spricht Spanisch. Sie ist in San Luis Potosí geboren. Das ist liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in Iguala. Und das ist alles. Mein Familienstammbaum. Mein kleiner Bruder, sie sind meine kleinen Zwillingsbrüder. Das sind Adolfo und Derek Soto. Sie kommen aus Mexiko, aus Guerrero. Sie sind 15 Jahre alt. Sie sind Studenten. Ihre Muttersprache ist Spanisch und sie sprechen ein bisschen Englisch. Sie leben in Iguala und sie sind ledig. Mein Vater, das ist mein Papa. Heißt Lionel und ist 38 Jahre alt. Kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Hat 3 Kinder, Alfred und Amelie, Mickey, okay. Und 2 Schwestern, Blanca und Patricia. Wohnt
bin Iguala aus Guerrero. Er spricht Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Er ist in Iguala geboren, das liegt in Mexiko. Er ist verheiratet. Mein Mutter, das ist meine Mutter, sie heißt Luz und sie ist 38 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie hat drei Kinder, Alfred und Amelie. Sie wohnt in Iguala, Guerrero. Sie spricht Spanisch und ein bisschen Englisch. Sie mag lesen und ins Kino gehen. Sie ist verheiratet. Hi. Meine Familie. Das ist meine Mutter. Ihr Name ist Victoria Nava. Sie kommen aus Mexiko, aus Guerrero. I do. Stop. Ah, se salió. Pero es que. Das ist meine Mutter. Ihr Name ist Victoria Nava. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie ist in Acapulco geboren. Das liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in Iguala. Sie hat. No. Sie hat vier Kinder, ein Sohn und drei Tochter. Sie spricht nur Spanisch. Sie ist geschieden. Sie ist 66 Jahre alt. Sie hat drei Großkinder. Sie ist zwei Enkel und ein Enkelin. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Janelle Hummel. Sie kommt aus Chicago, aus USA. Sie ist in Texas geboren. Das liegt in USA. Jetzt leben sie in Chicago. Sie hat drei Kinder, zwei Sohn und eine Tochter. Ihre Kinder sind 21 und sie 17 Jahre alt. Sie spricht Spanisch und Englisch. Sie ist geschieden. Sie ist 17 Jahre alt. Das ist mein Bruder. Ihr Name ist Carlos Hummel. Er kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Er ist in Iguala geboren. Das liegt in Mexiko. Jetzt liegt sie in Cholula. Er hat keine Kinder. Er hat drei Schwestern. Er spricht nur Spanisch. Er ist verheiratet. Er ist nun 20 Jahre alt. Dankeschön. Mein Familie ist am Baum. Sie sind mein Eltern, Jaime, meine sind Olga und Gabriel. Sie kommen aus Mexiko, aus Guerrero. Sie sind zwei und 15 Jahre alt. Mein Vater hat von Geschwister, meine Mutter hat
Geschwister, sie sind verheiratet, sie haben drei Kinder, sie wohnen in Tasco, Guerrero, sie sprechen Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Das ist meine Oma. Sie sind meine Irina. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie hat acht Kinder, sieben Töchter. Zwei Söhne. Sie ist 74 Jahre alt. Sie wohnt in Tasco aus Guerrero. Sie spricht nur Spanisch. Meine Oma ist geschieden. Sie sind meine Söhne. Ihre Name sind Orlando und Derek. Sie kommen aus Mexiko, aus Guerrero. Sie sind Spanien und 10 Jahre alt. Sie haben ein Geschwister, sie sind ledig. Sie haben keine Kinder. Sie wohnen in Tasco, Guerrero, Orlando. Ist in Tasco geboren und Derek ist in Iguala geboren. Sie sprechen Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Danke. Drei. Family Estambua. This is my name Muta. My name is Jeronica Fuentes. Which do funds Finsic comes out Mexico, out Guerrero. Si Hebogen Manguancla das lin in Guerrero a hat six kinda un hat el herbista. This is my father. My name is Lionel Matias. Which do no un fin out sing. Comes out Mexico, out Guerrero, a hat six kinda, un hat fia hechbista. This is my hechbista. Si sin in Tasco Alarcón. Aux Guerrero via ir sin six chibai von bi sin fagairatet un haben kinda di andren sin single. This is my mascot hen. Sein name is Appa. Which do are it's he built that. Danke. Hi. I'm Lynn Stambaum. This is my father. He is my father. He is Rafael. He is coming out Iguala. He is says on Fonsin Jagre Al. He had drei Tochter and zwei Söhne. He is engineer. He born in Iguala, aus Guerrero. He is San Miguel Totolapan geboren. Das liegt in Mexico. He speaks nur Spanish. This is my Muta. Sí, hi Silvia. Sí, es Fonsin Yagre Al. Sí, hat drei Tochter. Sí, es Mexico Stadt geboren. Sí, lebt in Iguala aus Guerrero. Sí, sprich Spanish on English. Sí, es eine zweisprachig Sekretaria. And this is my son. He is 7 years old. His name is Ricardo. He left in Iguala. He is in Iguala geboren. That's live. That's
live in Mexico. Er macht Dinosaurier. Er studiert in der Grundschule. Danke. Hi. Hello. My family is Tambam. Das ist my Bruder. Sein Name ist Eric Castro. Kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Ist 27 Jahre alt. Hat keine Kinder, aber hat drei Geschwister. Eine Brüder und eine Schwester. Wohnt in Iguala, aus Guerrero. Spricht nur Spanisch. Ist in Huitzuco geboren, das liegt in Mexiko. Jetzt lebt in Tlalpan. Ist ledig. Das ist meine Nichte. Ihr Name ist Kenia Castro. Sie ist 8 Jahre alt. Sie kommt aus USA, aus Los Angeles. Sie wohnt in Oakland, Los Angeles. Sie hat 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Sie spricht Spanisch und Englisch. Sie ist in Oakland, das liegt in USA. Das ist meine Tante. Ihr Name ist Elena Jimenez. Sie ist 34 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie hat 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Sie wohnen in Iguala, Guerrero. Sie sprechen Spanisch. Sie ist in Tepecuacuilco de Trujano geboren. Das liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in Iguala. Dankeschön. Yeah. Adelante, ya los. My family is Tambaum. Sisin, meine Eltern. Ich gran Namen sind Angela und Fernando. Sie kommen aus San Miguel, aus Guerrero. Sie sind in San Miguel geboren. Das liegt in Mexiko. Meine Mutter wohnt in San Miguel und mein Vater wohnt in USA. Meine Mutter ist 29 Jahre alt und mein Vater ist 55 Jahre alt. Sie sprechen Spanisch und Nahuatl. Sie haben 2 Töchter. Sie sind verheiratet. Meine Mutter hat 4 Geschwister und mein Vater hat 3 Geschwister. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Marife. Sie ist 16 Jahre alt. Sie spricht Spanisch und Nahuatl und ein bisschen Englisch. Sie hat 3 Schwestern. Sie ist ledig. Sie kommt aus San Miguel, aus Guerrero. Sie ist in Iguala geboren. Das liegt in Mexiko. Sie wohnt in San Miguel. Sie haben keine Kinder. Das ist meine Schwester.
eran namen sin Marisol un Gladys. Si comen a San Miguel aus Guerrero, Marisol is Svan sin Yare Alt, un Gladys is Dry un Svan sin Yare Alt. Si sprechen Spanish, now what? I wishen English. Si haben zwei, Schwestern, sie haben keine Kinder. Sie sind ledig. Danke. Mein Familie Stambo. Meine Eltern. Meine Eltern, ihre Namen sind Edelmira und Manuel. Sie kommen aus Guerrero, das liegt in Mexiko. Sie sind 43 Jahre alt. Sie haben zwei Kinder. Sie wohnen in Iguala, Guerrero. Sie sprechen Spanisch. Mein Vater hat 8 Geschwister. 4 Brüder und 4 Schwestern. Meine Mutter hat 3 Schwestern. Sie sind verheiratet. Mein Bruder. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Angel Gabriel Bernal Vargas. Er kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Er ist 11 Jahre alt. Er kommt aus Mexiko. Er wohnt in Iguala, Guerrero. Er spricht Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Er ist in Iguala geboren, das liegt in Mexiko. Und jetzt lebt er in Iguala. Ah, das ist todo. Hi. Hallo, guten Abend. Ich bin Rania und das ist mein Familienstammbaum. Erstens, das bin ich. Ich heiße Rania Fernanda Jaimes Cruz. Ich habe 17 Jahre alt. Ich bin in Iguala geboren und ich wohne in Iguala. Das liegt in Guerrero. Mein Lieblingsgetränk ist Wasser und meine Lieblingssaison sind Enchiladas. Ich spiele gerne Fußball. Meine Hobbys sind Tanzen, Videospielen spielen und Musik hören. Ich habe 4 Geschwister. Das sind meine Eltern. Sie heißen Sandy Cruz Barrera und Agustín Jaimes Herrera. Sie sind in Iguala geboren. Jetzt sie leben in Iguala. Sie sprechen Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Mein Vater hat 4 Söhne und eine Tochter, ich. Er hat eine Schwester und 2 Brüder. Meine Mutter hat einen Sohn und eine Tochter. Sie hat einen Bruder und 2 Schwestern. Meine Eltern sind Verkäufer. Das sind meine Brüder, Schwägerin und Neffe. Er ist mein Bruder. Sein Name ist Daniel. Seine Frau heißt Nancy Melgoza Fuentes. Sie haben 27 Jahre alt. Er ist in Iguala in Villahermosa geboren und sie ist in Tlalpan geboren. Sie sprechen Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Sie haben einen Sohn und er ist 1 Jahre alt. Sie sind Ingenieure. Er ist mein Bruder. Er heißt Austin Jaimes Cruz. Er hat 12 Jahre alt. Er ist in Iguala geboren und er lebt in Iguala. Das liegt in Guerrero.
Er ist Schüler und er spielt Fußball. Er spricht Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Seine Hobbys sind Spielen und Heineken. Das ist alles. Vielen Dank. Hi. Guten Abend, ich heiße Adrian und das ist mein Familienstammbaum. Das ist meine Mutter. Ihr Name ist Alicia. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie wohnt in Wistat, Guerrero. Sie spricht Spanisch. Sie ist 62 Jahre alt. Sie hat 6 Kinder, 3 Söhne und 3 Töchter. Sie ist in Wistat geboren, das liegt in Mexiko. Sie ist verheiratet. Sie hat 2 Enkelinnen und einen Enkel. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Lucino Valentin. Er kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Jetzt lebt in New York, USA. Spricht Spanisch und Englisch. Ist etwa 32 Jahre alt. Hat keine Kinder, aber hat 2 Nichten und einen Neffen. Dejé de compartir. Sí. Okay. Es en Wistat geboren, das liegt in Mexiko. Es nicht verheiratet, aber hat eine Freundin. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Benito Valentin. Kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Lebt auch in New York, USA. Spricht Spanisch und Englisch. Ist 25 Jahre alt. Hat keine Kinder, aber hat 6 Geschwister. 2 Brüder und 3 Schwestern. Ist in Wistat geboren. Das liegt in Mexiko. Ist ledig. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Ubalda. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie wohnt in Iguala, Guerrero. Sie spricht Spanisch. Sie ist 38 Jahre alt. Sie hat 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Sie ist in Wistat geboren, das liegt in Mexiko. Sie ist verheiratet. Das ist alles. Vielen Dank. Sie sind meine Eltern. Ihre Namen sind Eva und Josué. Mein Vater ist in Puebla geboren und meine Mutter ist in Tlaxcala geboren. Aber sie wohnen in Iguala, Guerrero. Sie haben 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter. Sie sprechen nur Spanisch. Mein Vater hat 8 Geschwister. Meine Mutter hat 3 Geschwister. Sie sind verheiratet von 24 Jahren. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Isai, er ist in Puebla geboren. Ist 30 Jahre alt. Hat keine Kinder, aber ist Schwester. Ist verheiratet. Seine Ehefrau hat 28 Jahre alt. Wohnt in Puebla, aus Puebla, das liegt in Mexiko. Spricht nur Spanisch. Übt Basketball.
Das ist meine Cousin. Sein Name ist Felipe. Er kommt aus Mexiko, aus Puebla. Er ist 31 Jahre alt. Er wohnt in La Paz, aus Baja California. Er spricht Spanisch, Englisch, Arabisch und Französisch. Er ist verheiratet. Er hat eine Tochter. Sie hat 7 Jahre alt. Er spielt Gitarre. Das ist meine Tante. Ihr Name ist Norma. Sie ist 55 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Tlaxcala. Sie hat 4 Kinder, 3 Söhne und eine Tochter. Sie wohnt in Puebla, Puebla. Sie spricht Spanisch und Englisch. Sie ist in San Martin geboren, das liegt in Mexiko. Sie ist verheiratet. Dankeschön. Hallo, Dani. Das ist mein Familienstammbaum. Das bin ich. Mein Name ist Jessie. Ich habe 29 Jahre alt. Ich komme aus Acapulco, Guerrero. Ich wohne in Puebla. Ich bin ledig. Ich habe keine Kinder. Ich spreche Spanisch, Englisch und nur ein bisschen Französisch und Deutsch. Ich habe eine Katze. Marta, sie heißt Marta, sie ist meine Mutter. Sie hat 52 Jahre alt. Sie kommt aus Puebla. Ja, lebt sie in Acapulco, Guerrero. Sie ist verheiratet. Sie spricht Spanisch und Englisch. Sie arbeitet wie Harmohol und sie hat 6 Geschwister. Sie hat eine Tochter. Sie heißt Tere. Sie ist meine Großmutter. Sie hat 69 Jahre alt. Sie wohnt in Puebla, sie spricht Spanisch und sie hat 7 Kinder, 3 Tochter und 4 Söhne. Danke. Ja, fange an, comienza. Sí. This is my mother. Her name is Letty. She is 16 years old. She comes from Iguala. She had 3 kinder, zwei Tochter und ein Sohn. She speaks nur Spanish. She had 5 Geschwister. Sie ist geschieden. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Carlos. Er kommt aus Iguala. Er ist 30 Jahre alt. Er hat einen Sohn. Er spricht nur Spanisch. Das ist meine Cousin. Ich name ist Mago. Sie ist 30 Jahre alt. Sie kommt aus Acapulco. Sie hat einen Sohn. Sie spricht nur Spanisch. Sie hat 2 Geschwister. Danke. My family name is Amban. That is my uncle. His name is Teodoro Flores. He comes from Mexico, from Guerrero. He is 5'6". He had 5 children. He was born in Cancun, from Mexico. He speaks Spanish and English.
Sí, in Iguala, Geborgen, das Lake in Mexico. Jetzt lebt sie in Cancun, ist verheiratet. Das ist meine Tante, ihr Name ist Marta Luz Flores. She comes aus Mexico, aus Guerrero. She is 64. She has three children. She born in Iguala, aus Guerrero. She speaks Spanish, English, and Indian French. She is in Iguala, Geborgen, that lives in Mexico. Yet left she in Iguala. She is fighted. And that is my tante. Her name is Blanca Delgado. She comes out Mexico, of Guerrero. She is known and fancy. She had an iron son. She born in Iguala, of Guerrero. She speaks Spanish and English. She is in Iguala, Geborgen, that lives in Mexico. Yet left, she in San Juan de los Lagos. She is single. Das ist alles? Hi. Hallo, ich bin Monika Mota und das ist meine Familie. Sie sind meine Eltern. Ihre Namen sind Petra und Alberto. Sie sind 63 Jahre alt. Mein Vater ist in Chapochica geboren. Meine Mutter ist in Iguala geboren, das liegt in Mexiko. Sie sind in Iguala aus Guerrero. Sie sprechen nur Spanisch. Sie haben 8 Kinder, eine Sohn und 7 Tochter. Meine Mutter hat 7 Geschwister und mein Vater hat von Geschwister. Das ist meine Schwester. Ihr Name ist Dulce Maria. Sie ist 2 Jahre alt. No, 2 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie ist in Iguala geboren, das liegt in Mexiko. Sie wohnt in Iguala, aus Guerrero. Sie sprechen Spanisch und ein bisschen Englisch. Sie hat keine Kinder. Sie ist ledig. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Juan Carlos. Kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Ist in Iguala geboren, das liegt in Mexiko. Wohnt in Iguala aus Guerrero. Hat 2 Kinder. Ihre Namen sind Luis und Daniel. Sprechen nur Spanisch. Ist verheiratet. Seine Frau heißt Fabiola. Das ist alles. Guten Abend, ich bin Maritza und das ist meine Familie. Sind meine Eltern, das ist meine Mutter, sie heißt Maria Martinez, und das ist mein Vater, er heißt Antonio Hernández. Sie sind verheiratet, sie kommen aus Mexiko. Y sí, heißt in Iguala. Sí, in Iguala. Sí, sprechen nur Spanisch. Meine Mutter ist
43 und meine Vater 34 Jahre alt. Sie haben 4 Tochter. Das meine Schwester. Ihr Name ist Juliana. Sie ist in Iguala geboren, das liegt Mexiko. Sie wohnt in Iguala aus Guerrero. Sie spricht Spanisch und nur ein bisschen Englisch. Sie sind Jahre alt. Sie hat drei Schwestern. Er ist Jorge, das ist meine Cousin. Er ist Iguala geboren. Ich wohne in Mexiko-Stadt. Er spricht Spanisch und Englisch. Er ist 23 Jahre alt. Er hat eine Schwester und eine Bruder. Er ist verheiratet, aber hat keine Kinder. Hallo, das ist meine Familie Stammbaum. Mein Name ist Luis. Ich bin in Huizuco geboren. Das liegt in Mexiko. Ich bin ledig. Ich wohne in Adetetla. Ich spreche Spanisch und ich lerne Deutsch und Englisch. Meine Telefonnummer ist 7-7-1-0-5-9-4-1-5. Meine Adresse ist Cuauhtémoc Straße 6 Atetetla. Ich habe keine Kinder. Sie sind meine Eltern. Ihre Namen sind Rosa und Pedro. Sie kommen aus Mexiko, aus Guerrero. Meine Mutter ist 52 Jahre alt und mein Vater ist 57 Jahre alt. Sie haben 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter. 2 leben in den USA und eine in Guerrero. Mein Vater hat 12 Geschwister. Meine Mutter hat 9 Geschwister. Sie sind verheiratet. Meine Schwester heißt Anna. Sie ist 34 Jahre alt. Sie kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Sie hat 3 Söhne. Sie spricht in Spanisch und Englisch. Sie ist in Guerrero geboren, das liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in den USA. Sie ist verheiratet. Das ist mein Bruder. Sein Name ist Freddy. Mein Bruder ist 32 Jahre alt. Er kommt aus Mexiko, aus Guerrero. Er hat eine Tochter. Er spricht Spanisch und Englisch. Er ist in Guerrero geboren, das liegt in Mexiko. Jetzt lebt sie in den USA. Er ist verheiratet. Danke. Lera, creo que hay un pequeño error y este. Guten Abend. Ich präsentiere meine Familie. Sie ist meine Großmutter. Sein Name ist Anna Vila und sie ist
1989 Jahre alt. Sie ist Lehrerin im Ruhestand, obwohl sie ist in Marseille geboren. Seit 3 Jahren lebt sie mit meiner Familie in Querétaro. Er ist mein Bruder namens César Levy. Er ist 22 Jahre alt. Er spricht Spanisch, Englisch und nur ein bisschen Deutsch und Französisch. Er ist auch in Iguala geboren und er studiert derzeit hier. Er studiert das gleiche Ingenieur wie ich. Er spielt sehr gerne Videospiele und er ist ledig und gut aussehend. Er ist Cappuccino. Er ist 11 Jahre alt. Er studiert oder arbeitet nicht. Er ist klein, aber süß. Und er kann 3 Sprachen sprechen. Nein, Entschuldigung, sorry. Und er ist Victor, mein bester Freund. Er ist 22 Jahre alt. Wir sind seit 8 Jahren befreundet. Er ist auch in Iguala geboren, aber jetzt lebt und arbeitet er in Querétaro. Er spricht nur Spanisch. Und das ist alles, Lehrer. Dankeschön.